Ich bin Robin, ich bin 29, spiele im Orchester Kontrabass, habe aber Medizin studiert und arbeite jetzt schon seit gut 2 Jahren als Assistenzarzt im Spital. Bei uns in der Familie ist man schon früh mit dem in Kontakt gekommen. Also mein Vater hat klassische Musik gemacht. Man ist früh zu Konzerten gegangen, man ist früh in die Oper gegangen. Das war wie immer ein Teil gewesen, von was man als Familie miteinander unternimmt. Und das war immer wichtig gewesen. Und dann war für mich klar, irgendwie wollte ich in dem Ganzen mitwirken. Sobald ich dann den Bass in die Finger nehmen konnte, war das dann einfach auch cool, um das zu spielen. Wäre es nie eine Option gewesen, für dich auf die Musik zu setzen? Habe ich mir sehr überlegt, doch. Eine Weile lang, also gerade im Gymnasium, auch ein bisschen die Schiene gefahren, also auch Schwerpunktfach Musik dann gewählt hatte, mich engagiert in allen möglichen Orchestern, die es im Kanton gegeben hat. Schlussendlich ist dann halt die Entscheidung so gefallen, dass ja, Medizin als Beruf, kannst du es fast nur als Beruf machen, so muss ich es sagen. Und Musik kann man einfach gut als Hobby, gerade in der Schweiz, gut als Hobby nebendran betreiben. Ich habe ein Stethoskop mitgebracht. Lustigerweise ist jetzt das mein altes Stethoskop von meinem Vater. Der ist auch noch Arzt. Also es ist alles, es zieht sich ein bisschen durchs Band, was ich mache. Steht natürlich sowieso sinnbildlich für unseren Beruf, das Stethoskop. Ehrlicherweise muss man sagen, ist es heute nicht mehr so ein essentieller Teil des Ganzen. Aber es ist gleich wichtig, auch im Patientenkontakt, wenn man den Patienten untersucht, dass man etwas hat, das die Verbindung auch herstellt, ein bisschen Distanz trotzdem wahrt. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, auch mit der Musik zusammen, weil ja, auch dort ist das Zuhören einfach das Essentielle, sei es beim Zuhörer, sei es als Musiker selber aufeinander hören, ist einfach absolut sehr wichtig, würde ich sagen. Wenn wir dich jetzt fragen, ob du uns etwas vorspielen würdest, würdest du das machen? Etwas vorspielen? Oh je. Der Bass ist ja nicht wirklich ein Solo-Instrument, sondern klingt im Orchester hervorragend. Allein finde ich es immer eine traurige Sache, so einen Kontrabass, ehrlich gesagt. Ja, ich kann euch vielleicht etwas kurz vorzupfen, dass man so einen Eindruck hat. Bekommt von unten und oben.